Mein Name ist Ulrich Brandt. Ich arbeite am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien zu internationaler Politik und dort vor allem zu Umweltpolitik, Ressourcenpolitik, regional zu Lateinamerika und beschäftige mich sehr stark mit möglichen Umbauprozessen. Also wie kriegen wir im Rahmen von Klimakrise, von anderen Krisen einen sozial-ökologischen Transformationsprozess hin, der auch gerecht ist? Das ist Teil meiner Forschung. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? In der aktuellen Corona-Krise sehen wir ja sehr stark, wenn wir nicht gut vorbereitet sind, wenn wir also keine guten Mechanismen haben, mit solchen Krisen umzugehen, denken wir eben künftig auch an Aspekte der Klimakrise, dann nimmt Ungleichheit zu, dann nimmt Verunsicherung zu, dann haben Menschen Angst vor Veränderung. Also eine große Herausforderung und ein großes Thema wird sein, dass wir in Krisensituationen die Lasten besser verteilen, dass gut reagiert werden kann. Ein zweites großes Thema wird sein, wie kommen wir in einer Gesellschaft wie Österreich, in Wien, aus dem permanenten Wachstumszwang heraus. Ein Wachstumszwang, dass immer mehr produziert werden muss, dass immer mehr konsumiert werden muss. Wie schaffen wir es trotz wachsender Stadt? Das ist ja auch schön, dass Wien so attraktiv ist, aus diesen Zwängen herauszukommen. Wie kann ein öffentlicher Sektor gefördert werden? Wie können soziale Beziehungen gefördert werden? Wie kann ein gutes Zusammenleben gefördert werden, das nicht permanent immer nur darum geht, wie haben wir mehr Produkte, wie wird mehr produziert und anderes? Und das wird auch Konflikte erzeugen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wenn wir beispielsweise das Verkehrssystem umbauen, dass es eben nicht immer mehr Autos gibt, dass wir andere Aspekte umbauen, dass wir diese Konflikte gut und gerecht bearbeiten. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Ja, wenn ich jetzt konkret über Wien spreche, dann ist sicherlich eine Herausforderung der Verkehrsbereich. Also wie schaffen wir es, eine so attraktive Stadt, die ja eigentlich auch einen guten öffentlichen Verkehr hat, noch stärker wegzubringen von der Automobilität? Das ist vor allem im Stadt-Land-Verhältnis, gar nicht so sehr unbedingt in der Innenstadt. Also wie können die Stadt-Land-Verhältnisse anders gestaltet werden als eben mit den ja sehr ressourcenfressenden, sehr platzfressenden, sehr auch energieintensiven Mobilitätsformen eben über das Auto? Eine zweite Herausforderung für Wien, die ganz zentral sein wird, auch wenn man das sozusagen oft unterschätzt, ist der Wohnungsmarkt, sind die Mieten. Auch wenn wir weiter einen starken öffentlichen Sektor haben in Wien, führt der starke Preisanstieg von Mieten in den frei finanzierten Wohnungen durchaus zur Polarisierung. Auch da muss gegengesteuert werden. Ein dritter Aspekt, der kaum diskutiert wird, der aber aus meiner Sicht eine wichtige Herausforderung ist, ist der Energie- und Stromverbrauch. Wir tun immer noch so in Zeiten von Digitalisierung. Nun soll alles umgestellt werden und Österreich ist so stolz auf die erneuerbaren Energien, die Wasserkraft. Aber trotzdem können wir nicht blind in die Falle gehen, dass immer nur mehr Strom verbraucht wird, sondern wir müssen da auch über Reduktion nachdenken. Und vielleicht ein vierter Aspekt, der auch in einer Stadt wie Wien, einer Weltstadt, einer Metropole aus meiner Sicht besonders wichtig ist: Wo kommen denn die Ressourcen her? Also die Rohstoffe, die ja uns, vielen Menschen, ein gutes Zusammenleben, einen guten Alltag ermöglichen. Aber das wird natürlich ganz stark rangeschafft aus dem Inland, aus dem globalen Süden. Denken wir an Lebensmittel, an die Rohstoffe für Produktion und anderes. Und da müssen wir viel stärker auch die Konzepte aufnehmen, die es ja gibt in der Forschung, wo es viele Erfahrungen gibt, in Richtung Kreislaufwirtschaft und anderes. Und das wird, glaube ich, umgesetzt, natürlich über die öffentliche Hand, natürlich über private Unternehmen, aber auch viel stärker über die Ermunterung zur Eigeninitiative der Menschen. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Genau, zwischen wichtig und dringend ist ja der Unterschied, dass das Dringende eben schnell gemacht werden muss. Da habe ich auch keine klare Antwort drauf. Aber ganz dringend wäre, ein ernsthaftes Bewusstsein zu schaffen in Wien, dass die Klimakrise kommt und schon da ist. Also dass wir wirklich einen weitreichenden Umbauprozess, ich habe gerade einige Aspekte genannt, aufnehmen müssen, angehen müssen und dass es dafür ein Problembewusstsein natürlich in der städtischen Politik, bei den Unternehmen, aber auch bei den Menschen geben muss. Und das meine ich nicht katastrophisch, also nicht lähmend zu sagen, oh, jetzt wird alles schlimmer, sondern eher als Aufbruchstimmung, dass die Veränderung auch Freude machen kann, dass ein ressourcenleichter Wohlstand, ein anderes Mobilitätssystem, auch eine andere Ernährungsweise, eine andere Bauweise, ja, wenn wir ans Wohnen denken, dass dieser Umbauprozess nicht mit Angst verbunden ist, oh, jetzt wird mir was genommen, sondern dass es da durchaus nach vorwärts geht. Und aus meiner Sicht muss die städtische Politik, aber müssen auch die anderen Akteure viel stärker auf Leuchtturmprojekte setzen. Also die Politik muss vorangehen und sagen, wir nehmen die Klimakrise ernst, wir nehmen den Umbauprozess ernst, wir nehmen da alle mit
und müssen an bestimmten Punkten zeigen, da geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir wirklich auch mal was anders machen. Und da fällt mir natürlich als erstes ein, die Auseinandersetzung um den Lobautunnel, um die Stadtstraße. Also da muss jetzt wirklich die Stadt Wien mal zeigen, hier nehmen wir eine andere Mobilitätspolitik ernst. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Ein perfektes Wien wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ein sehr schönes, lebenswertes Wien mit einer weiterhin für viele Menschen ja hohen Lebensqualität, hoffentlich noch für viel mehr. Es gibt ja auch viel Ausschluss, auch Armut in Wien. Aber ich denke, dass wir viel mehr es schaffen müssen, solidarische Verhältnisse herzustellen. Eine sorgende Stadt, also eine Stadt, die wirklich die Menschen mitnimmt, die Menschen in Not auch gute Möglichkeiten gibt, aus diesen Notsituationen rauszukommen. Zweitens wünsche ich mir eine Stadt, die natürlich wirtschaftlich innovativ ist und innovativ bleibt, aber auch gesellschaftlich. Also, dass die Menschen divers sind, dass wir, wenn Migrantinnen kommen, freiwillig, aber auch wenn sie in Notsituationen kommen, also Geflüchtete, dass sie gerne aufgenommen werden, dass wir eine Stadtatmosphäre haben, wo wir wirklich inklusiv sind, dass wir divers sind, dass auch Dissidenz, also anderes Denken, anderes Handeln durchaus willkommen wird, wenn es eben auch positiv zu einem guten Zusammenleben beitragen möchte. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen Leuchtturmprojekte, wir brauchen das, wo deutlich wird, dass vorangegangen wird. Und ich wünsche mir für die Stadt Wien, dass sie ein Leitbild hat, dass sie autobefreit ist, dass sie wirklich die Notwendigkeit des Automobils ganz stark zurückdrängt, dass wir vielleicht irgendwann mittelfristig einen autobefreiten ersten Bezirk haben, dann die Bezirke innerhalb des Gürtels und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass wir für bestimmte Tätigkeiten, Lieferanten, Gesundheitseinrichtungen und so weiter natürlich Automobilität brauchen. Aber dass für den normalen Alltagsverkehr der Menschen, die nichts transportieren, dass wir dort aufs Auto verzichten können. Das sind sozusagen ein anderes Lebensmodell, das sich in die Stadt einschreibt und das auch zum Selbstverständnis der Stadt macht.